Was geht ab, Gemüse? Hier ist Backlos und damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu Roxanne's Raceway zurückzukehren. Ich wollte ja zuerst Princess Quest 3 noch spielen, aber ich habe mich dann entschlossen, vielleicht sollten wir es doch erst machen, wenn wir in der Lage dazu sind. Nicht das Spiel wieder umgehen, sondern wir machen Roxanne's Raceway erst als Mob. Gehen wir auch direkt ins Spiel. So, jetzt sind wir hier auch drin. Allerdings muss ich hier noch was einsammeln. Und zwar hier das hier. Das Sicherheitsabzeichen. Dafür sind wir ja hier. Jawohl. Okay. Ja, wir wissen ja, wie die Türen funktionieren. Von daher speichern wir nochmal. So, perfekt. Und jetzt können wir das perfekt machen. Jupp. Ah, da hinten ist er. So. Halt's Maul, ey. Scheiß Vieh. Meine Güte, ey. Wenn man nicht mal die Schnauze halten kann, ey. So. Echt mal. Yeah, da ist er. Music Man, da ist er wieder. Hi. Alles klar. Jamst du so deinen Beats? Ja, finde ich klasse. Man sieht sich, Music Man. Man sieht sich. Adios. So. Und tschüss, Chica. Und tschüss. Meine Güte. Jetzt gebe ich erstmal so Roxanne's Raceway nochmal zurück. Weil dort haben wir ja den Kopf. Wir haben ja jetzt den Kopf eingesammelt und jetzt können wir den Butch benutzen endlich. Bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird hier. Oh, hier ist eine Tasche. Cool. Die nehmen wir. Jupp. Shit, ich hätte das. Nee, normalerweise ist das doch hier entlang. Ah, okay. Ich sehe schon, wo das. Ich sehe nämlich den Speicherweg. Hier nämlich. Jupp. Alles speichern. Erstmal speichern. Dazu traue ich nicht. Ich will nicht das Ganze nochmal machen müssen. So. Was haben wir jetzt eingesammelt an Nachrichten? Oh, neues Design. Bericht der Leitung. Die Bowlingbahn braucht ein neues Thema. Das Bonnie-Design wurde größtenteils entfernt, aber die Kinder fragen ständig, wo ist Bonnie? Haben wir eine offizielle abgesegnete Antwort darauf? Princess Quest 2 Protokoll. Princess Quest 2 fährt nicht sauber hoch. Keine Ahnung warum. Fährt runter, wenn ich es spielen will, als wäre es was Persönliches. Aber egal. Hab Princess Quest 1 noch nicht mal gefunden. Ultimativer Party-Gastgeber. Gratulation zur Installation des neuen verbesserten DJMM. Der DJMM bietet mit Hilfe einer präsentierten Technologie namens Improve endlose musikalische Unterhaltung ohne Lizenzgebühren. Kein Lied wird jemals gleich klingen. Sparen Sie sich lästige Putzen. Dank einer Reihe von verbundenen Rohren kann der DJMM zwischen städtlichen seiner Putzroutinen spielen lassen. Aktivieren Sie bei Bedarf den Türsteher-Modus. Achtung, Türsteher-Modus befindet sich noch in Entwicklung. Ihre Garantie verfällt, sobald Sie ihn benutzen. Okay. DJMM, ja, DJ Music Man. So, jetzt können wir den Bot benutzen. Yep. Ich schaffe die Roxys Augen. Oh, da geht's aber ab hier. Nenn mal selber, darf ich steuern. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich gern gemacht. Oh, Roxy sauer.
Roxy ist sauer. Oh oh. Oh oh. Die Arme. Die Arme, ey. Wurde voll gerade von dem Kater erwischt. Oh, die Arme. Leb bei dem Schwert, dann stirbst du auch bei dem Schwert. Oder wie heißt es so schön? Ja, ist da bei mir mal da. Nix Böses sehen. Okay, speichert mir lieber mal. Okay. Okay, deswegen habe ich gespeichert, weil ich das nicht wusste, wie ich das machen muss. Ging ja nicht weg. Sie ging ja nicht weg, die Gute. Dass sie da reinkommt, ey. You can't hide forever. Oh, Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Meine Güte. Meine Güte, ey. Ich habe auch keine Lust mehr hier. Ja, Roxy, da bist du nicht. Da bist du nicht. Du bist kein Loser. Hey, Freddy, da bist du ja. Müssen so, Parts and Service muss man. So Ersatzteile und Service. So. So, perfekt. Dann machen wir doch mal das Upgrade auf Roxy. To parts and service, preparing for upgrade procedure. Perfekt. You may now enter the protective cylinder. Yep. Mama. Let's begin by removing Freddy's face. Mm-hmm. Press Freddy's nose to remove skull housing. Okay, können wir machen. Carefully detach the ocular connectors. Oh. Mami, wie klar, dass ich das nicht richtig schaffe beim ersten Mal. Perfekt, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal geschafft. Great. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Klicke auf Augen. Perfekt. Well done. Reattach the ocular connector wires. Mhm. Das dürfte jetzt nicht mehr so schwer sein. It is time to close the faceplate. Yep. Commence testing phase. Perfekt. Das haben wir schon mal. Jetzt wie Simon says. Not. Ah, die Augen bewegen sich. Bum, bum. Rot, gelb, grün. Rot, gelb, grün, blau. Rot, gelb, grün, blau. Rot, gelb, grün, blau, gelb. Rot, gelb, blau, gelb.
rot, gelb, grün, blau, gelb, grün. Perfekt, geschafft beim zweiten Mal. So. Und alles fertig. How are your new eyes? I am having a hard time adjusting. You look different to me. I can see movement through the walls. Really? I didn't know Roxy could see through walls. Those are Roxy's. Roxy's eyes? Yep. Well, yeah. There was an accident in the raceway. Is she okay? Well, yeah. Nothing seems to stop her. Yep. Great. Good news. It is almost 6 o'clock. Yep. You will be safe now if you find an exit. But hurry. The daycare attendant is loose one last time. Ooh. Oh, scheiße. These eyes are amazing. There are wondrous colors and objects I never knew existed. Nothing can hide from me now. Okay. Muss ich wahrscheinlich hier durch. Entkomme dem Pizza Black, ja. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass es. Dass ich jetzt nochmal alles neu machen muss. Maybe join the internship program. And name. You would make a great security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Oh yeah. Super. Hey, little man. Do you know what time it is? The doors are open. Why are you still here? You plan on moving in or you just want a job? Eigentlich ja nicht. Join the internship program. You would make a great security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Go check the main stage. Werde ich garantiert machen. Werde ich garantiert machen, Vanessa. Klingt doch gar nicht suspicious, was du da gesagt hast. Schaffe. Eigentlich stelle ich darüber zu marschieren. So. Freddy, it's open, let's go! Wir haben es geschafft. I cannot exit this facility. Okay. Of course you can! Come on! Komm. We can hide you somewhere! Ja, komm. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. Oh. It is a safety precaution. Oh. It is my design. Oh, this God. Is where I must stay. Freddy. Do not return. It will never be safe. Yep, ich weiß. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? Nee, bitte nicht. There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Das ist korrekt. Gregory, you have a choice to make. Hier bleiben, gehen, the door is open and you can go. Or... You can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Vanny. Vanny. Well, we saw her hideout, right? Yep. In Phaser Blast? Mm-hmm. Maybe we could catch her there.
If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes. Yep. Come. Let us end this. Let us end this. Ja. Freddy, ey. Jawohl. Ich bin nicht ich. Oh oh. Scheiße. Disassemble, Freddy. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Shit. Jetzt haben wir ein Problem, ey. Okay. Hier ist auch eine Roxy in der Nähe. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Warning, tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Okay, jetzt kommen. Ja. Can you hear me? I still have a signal. Yep. To the Phaser Blast booth. Use the security disk. Turn them against Fanny. Werde ich tun, Freddy. Werde ich tun. Diesmal machen wir es auf der richtigen Art und Weise. Und zwar, indem wir Princess Quest spielen. Das ist nämlich die letzte Aufgabe, die wir haben. So. Okay, das haben wir schon mal. Das haben wir zum Stehen gebracht. Ist schon mal gut. Perfekt. Gut. Jetzt müssen wir nur noch... Oh. Irgendwas stimmt nicht. Ja, da könntest du recht haben, Prinzessin. Serenity, oder wie auch immer dein Name heißt. Nee, Quatsch. Okay, das könnten wir jetzt geschafft haben.
Oh, jetzt habe ich volle Herzen wieder. Sehr schön. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Diesen nervigen Part haben wir geschafft. Oh, das hat mich aufgeregt, das hier. Okay, jetzt nur noch das hier schaffen. Oh, hi. Tschüss. Keine Ahnung, weswegen der auf einmal da, da stand. Oder da durchgegangen ist, außerhalb des Maze. Aber hey, I take it. It's a win for me. Kann ich auch durch die andere Gegend Richtung nach Hause? Ich hoffe mal. Sieht so aus, ja. Ja, kann auch dadurch. Ah, jetzt haben wir einmal die Maske und einmal das Ding. Das ist ja alles von Help Wanted. Das ist alles von Help Wanted. Ah ne, falsch. Ah, okay, dann bekomme ich wahrscheinlich dort einen Schlüssel. Ja, bekomme hier einen Schlüssel und kann hier das hier öffnen. Ja. Und kann dann hier durch. Ordentlich gegen wer. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben Princess Class geschafft, obwohl es sich dann nicht so anhört. Meine Güte. Wir haben es geschafft. Woo. Jawohl. Amüsieren wir uns? Error. Princess Class 3 ist erledigt. Okay. Die ganzen Staffbots sind deaktiviert anscheinend jetzt. Oh, die Venue-Maske. Sie hat sie abgelegt. Go on, Superstar. Come back soon. No. Anscheinend haben wir wohl Vanessa befreit. Von Benny. Ja, cool. Oh, das ist ein Ende, was ich feiere. Das ist ein Ende, was ich feiere. Das ist echt ein Ende, was ich feiere. Wow. Das ist echt ein Ende, was ich feiere. Wow. Ja, das ist wirklich. Ja, ich hätte natürlich auch das erste Ende hätte ich nehmen können. Ne, das, wo Benny auseinandergerissen wird von den ganzen Surfbots. Das ist nicht gerade ein schöner Anblick gewesen. Naja. Ja, aber das hier finde ich schon sehr viel schöner. Und es scheint auch das Canon-Ending zu sein, weil es ist ein 3-Sterne-Ending. Ich nehme an, das hier oder das Vanny-Ende, wo so auseinandergenommen wird, ist das Canon-Ende. Ich nehme an, das hier. Würden wir euch mal interessieren, was after den Credits passiert. Aber cool. Hitters hier. Wow. Ich muss sagen, Security Breach hat wirklich gehalten, was es versprochen hat. Auch wenn es sehr viele Glitches hat und sehr viele Bugs. Zum Beispiel, wenn man den Daycare Attendant sieht, Moon, und man steigt in einen Aufzug, dann kann er einen trotzdem noch bekommen, indem er praktisch durch den Aufzug sich durchglitscht, sozusagen. Das finde ich dann schon ein bisschen unfair, weil man ist in einem Aufzug, man kann damit entkommen. Aber, ja, ansonsten, dass die Animatronics halt hinter einem spawnen, ist ein bisschen unfair, finde ich. Aber ansonsten kann man da echt nichts zu sagen. Das ist echt cool gemacht. Und ich bin am überlegen, ob wenn ich hier das hier noch weitermache, um die anderen Endings zu zeigen, ob ich dann den Kopf des Staffbot wieder aufhebe.
um halt wirklich dann auch die anderen Ending zeigen zu können. Ich glaube, ist gar keine schlechte Idee, wenn ich das machen würde. Ja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, das zu machen. Ja, auf jeden Fall warten wir noch das Ending ab. Oh, auf dem PC wird die PlayStation erwähnt. Dann warten wir jetzt noch das Ending ab, was im Post-Credit sozusagen kommt. Und dann schauen wir einfach mal. Dann beenden wir das Ganze wahrscheinlich. In memory of our friend Mike Hoffman. Rest in peace. Rest in peace, kann ich auch nur sagen. So, was kommt jetzt hier noch? Oh, sie sitzen alle drei zusammen im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang und essen Eis. Oh, wie schön. Vanessa ist befreit. Ist nicht mehr böse. Ja, das war doch mal ein würdiges Ende. Würde ich mal so behaupten, oder? Das war ein würdiges Ende. Gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, das hat euch bisher gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Daumen hoch und teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Part von Five Nights at Freddy's Security Breach wieder. Bis dahin. Und tschüss.